Live aus Wiesbaden, Schoki Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die keinen Bock auf Hollywood haben. Christian und Sascha! Hier kommt Schoki Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki Late Night. Hier in den Studios von Radio Rheinwelle 92,5. Ich hatte gerade eben noch voll das geile Thema in der Hand, aber es ist mir jetzt flöten gegangen. Hast du ein Thema, Christian? Was war das denn? Ja, weiß ich nicht. Du hast die Karten alle liegen. Du wolltest mich überraschen. Ah, ich wollte dir was erzählen. Aber Obst! Obst, ja! Warum schreist du eigentlich so? Weil es notwendig ist. Okay, okay. Hier, damit du mich verstehst. Okay, Sascha. Lautstärke bringt es mit Nachdruck nochmal rüber, dass ich recht habe. Wer laut ist, hat recht. Ja. Hast du begriffen? Ja. Verstanden! Ja, so. Ich muss halt immer nur nachregeln hier, weil du dann immer so reinschreist. Scheißegal. Ja. Wusstest du? Nochmal wieder, hallo. Warte mal, ich mach mir meine Kopfhörer ein bisschen leiser. McFly, hallo. Okay, McFly, McFly, jemand zu Hause. Ja. Ja. Wusstest du? Ich wusste. Dass man Obst schneller verdirbt, wenn man es mit Obst zusammenbringt. Obst verdirbt schneller, wenn man es mit Obst zusammenbringt. Also ein Obst in einem großen Obstkorb. Gibt diese tollen Obstkörbe. Ne? Das ist ein ganz, das ist ein Haushaltstipp. Heute Schoki Banoki Haushaltstipps. Ja, okay. Ja, genau. Obst verdirbt schneller, wenn man es mit Obst gemeinsam in eine Schale legt. Ja? Mhm. Also die verderben sich gegenseitig. Ja, also man lagert Obst am besten in einem Kühlschrank oder getrennt voneinander. Getrennt voneinander. Man verteilt das Obst im ganzen Haus. Wir haben sie getrennt voneinander befragt. Ja, genau. Kennst du das noch? Also was eine Banane in der Küche, die Äpfel im Wohnzimmer, die Pfirsiche auf der Gästetoilette. Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Pfirsiche auf der Gästetoilette. Warum magst du Pfirsiche nicht so sehr? Pfirsiche mag ich total gerne. Das gibt's aber lieber Gästen. Nektarinen. Nektarinen gibst du deinen Kunden, wollte ich schon sagen. Deinen Gästen auf der Toilette, wie das zu sagen. Ja, natürlich. Damit die möchtest du eine Nektarine, dann geh doch wieder auf die Gästetoilette. Ja. Beim Kacken eine Nektarine essen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mir wirklich gut vorstellen ja, kann. Ja, okay. Ja. Die sutscht auch immer so. Und dann aber bist du gleich auf dem Klo und kannst dir gleich im Waschbecken. Ach, du hast dir was dabei gedacht? Ja, natürlich. Mensch, sag das doch. Nektarin. Ja. Ich sag mal so Bananen. Obst, was du einfach essen kannst du Bananen hast im Wohnzimmer. Schlafzimmer. Ich hätte Schlafzimmer gemacht. Klar, hättest du oder Schlafzimmer gemacht. Bananen und Auberginen. Ach nee, Aubergine ist Gemüse, ne? Aubergine ist Gemüse. Aber Obst und Gemüse kann ja zusammen. Mhm. Ne? Also mal eine also Sorte kann Obst. Kann man Bananen und Gurken zusammen? Gurken. Ja. Es sei denn, du hast ein Ego-Problem, dann solltest du eher was anderes nehmen, nimmst du halt so ein Möhrchen. Möhrchen oder so eingemachte Gürkchen. Ja, eingemachte. So Partygürkchen. Saure Gürkchen, die auch so eklig schmecken. Dann kannst du sagen, hey, alles klar, ich hab da was, das schmeckt nicht so sauer. Auf jeden Fall nicht am Anfang. Und wo hast du Äpfel? Äpfel hab ich im Flur. Im Flur? Im Flur, ja. Kannst du reinkommen und sagst so, ah, grüß dich, schön, dass du da bist, Bock auf ein paar Äpfel. Ja, kannst du direkt an die Äpfel gehen. Ja, an die Äpfel. Hier, ich wollte dir nochmal ein paar Äpfel vorstellen. So, kenn ich doch schon. Nee, die nicht. Aber später. Kannst du auch schon, ist auch gut. Ne? Äpfel, ja, was hat man denn noch so? Was hast du in der Küche lagernd? Küche hab ich, warte mal, Küche. Obst, Trauben. 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 Ja, Küche ist ja, stimmt, ja. Küche ist ja bei Partys immer so der Fummelort. Ja. Und Trauben müssen ja so auseinander gefummelt werden, man die, genau. Bevor man die irgendwie isst. Dann müssen die erstmal auseinander gefummelt werden. Und dann, wenn du schon beim Fummeln bist, dann kannst du ja auch schon. Dann kannst du gleich weiterfummeln. Kannst du gleich weiterfummeln. Ne? Bist du gleich eine Fummelei drin. Ist man warm gefummelt sozusagen. Ne? Da hat man die Finger schon mal warm gefummelt. Was ist mit Garderobe? Hast du eine begehbare Garderobe? Ich habe eine begehbare Garderobe. Ich bin gerade am Überlegen, was ich da für Obst lagern Also irgendwas, würde. Was ein bisschen nach Schuhe riecht auch. Ne? Ja. Also ich mag ja keine Ananas. Aha. Vielleicht würde ich da so Ananas hinstellen. Datteln? Bei den Schuhen unten. Nee, Datteln sind Datteln cool. So zum Neutralisieren. Aber nee, ich würde die Ananas hinstellen. So hier, Ekel da unten an den Schuhen. Kannst du essen. Ja. Komm hier, die ausgelutschte Ananas kannst du haben. Ja. Gibt es bei dir ein Obst, das du überhaupt nicht magst? Pflaumen. Pflaumen? Pflaumen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich die mag. Also ich würde sie nicht freiwillig essen, wenn jetzt Pflaumenkuchen da ist. Mhm. Und ich habe jetzt seit 14 Jahren nichts mehr gefressen.
Ja, dann wird abgemagert. Pflaumen. Dann würde ich sagen, Pflaumenkuchen. Pflaumen ist okay. Okay, kann man machen. Ja. Aber so, ich würde mir jetzt keine Pflaumen kaufen. Okay. Magst du irgendein Obst nicht? Ja, ich sag Ananas. 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 Ananas, nee, Ananas super. Weißt du, was bei Ananas gut ist? Ja, ich weiß genau. Du kommst, dass der Geschmack so toll ist. Ach so. du komm, du wolltest damit rüberkommen. Nein, die Schiene fahre ich ja nie. Nee, also du wolltest sagen, dass das Sperma dann halt, wenn man Ananas gibt, stimmt auch. Kann ich zu 100% bestätigen. Das ist schön, Sascha, ja. Aber ich finde bei Ananas so toll, du kannst Ananas essen und du kannst danach pieseln wie ein Gaul. Super. Ja, dann, und du nimmst beim Ananas essen, nimmst du schon ab, weil du nicht so viele Kalorien zu dir nimmst. Ja, okay. Ja, und dann haut das alles noch das Zeug raus und dann hast du nach einer Ananas, die wiegt ein halbes Kilo, hast du 4 Kilo abgenommen. Nach einer Ananas? Gefühlt. Also sollte ich mal mehr Ananas essen, meinst du? Definitiv. Definitiv. Also, wir sind gestartet mit dem Hinweis, Obst bitte nicht in einer Schale. Haushaltstipp. Nicht in einer Schale lagern, genau, sondern verteilt. Getrennt. Im ganzen Gebäude. Sozusagen. Ja. Genau. Wir haben ja nicht Keller, Garage, Dachboden. Heizungskeller, Dachboden sind noch nicht durchgegangen. Gibt es irgendwelche Nachtschattengewächse? Schattenmorellen. Schattenmorellen? Ja. Ich dachte, das wären Tiere. Nee, das sind Kirschen. Ich dachte, das wären Fische. Okay. Nein, macht ja nichts. Okay. Ja, das waren die Haushaltstipps von Schoki Banoki. Genau. Ja. Schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Ausgeh-Tipps. Das machen wir mal. Das Ausgeh-Tipps. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Cheerio, Miss Sophie. Gute. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.